Hi, Glenn hier. Willkommen zu meiner Mini-Videoreihe, in der ich euch zeige, wie man Sprachaufnahmen klanglich aufräumt, also denoised und von Störgeräuschen entfernt. Das haben wir auch in den Videos zuvor gemacht. Und heute geht es darum, wie man jetzt diese Sprachaufnahme mit einem EQ, mit einem De-Esser, mit einem Kompressor so bearbeitet, dass sie auch wirklich top-notch klingt. Im vorherigen Video habe ich euch gezeigt, wie man mit dem RX9 Voice Denoise und auch dem D-Clicker die Sprachaufnahme von dem Hintergrundrauschen, das wir hier haben, entfernen können. Sowohl destruktiv, also über die Audio Suite, als auch als Plugin-Insert. Die Aufnahme klingt jetzt soweit echt gut und jetzt geht es daran zu hören, welche Frequenzen sind denn gerade noch überbetont? Wo haben wir zu viel Bass oder vielleicht auch zu viel Höhen, zu viel Sizzle, also zu viel S-Laute? Wie können wir das jetzt so klanglich bearbeiten, dass es auch angenehm auf jedem Medium klingt? Also sowohl über den Laptop, als auch auf dem Handy, als auch auf Audio-Monitoren, wie auch immer, überall. Hören wir mal rein und vielleicht fällt euch ja klanglich schon direkt was auf, was euch irgendwie anspringt. Mayra wandte sich wieder dem Fenster zu, doch König Ciran war bereits von den Häusern der Stadt verschluckt worden. Mir fällt ganz klar am Anfang das ständige Hintergrundbrummen auf, was aber kein Rauschen ist, sondern wahrscheinlich Nahbesprechungseffekt vom Mikrofon. Wir haben also eine Anhebung bei, ich schätze mal, 200 Hertz, vielleicht ein bisschen mehr. Und ich höre ständig dieses Mitschwingen, also zu viel Tiefmitten. Das gleiche haben wir am anderen Frequenzspektrum, also bei den S-Lauten, oben bei 7 kHz, 10 kHz und so weiter. Da haben wir zu viel Sizzle, zu viel Sibilanz. Und das möchte ich jetzt gerne entfernen und wir schauen mal, ob ich überhaupt recht habe. Um das Ganze grafisch darzustellen, das ist sonst zu abstrakt, öffne ich mal den Pro Q3 von FabFilter. Super EQ, den sollte eigentlich auch jeder haben. Ihr könnt auch jeden anderen EQ nutzen. Jede DAW hat auch einen eigenen EQ. Der ist nur sehr angenehm zu arbeiten, denn er sieht erstmal super aus und ist super einfach zu bedienen. Ich spiele mal ab und dann gucken wir, was hier passiert. Mayra wandte sich wieder dem Fenster zu. Doch König Ciran war bereits von den Häusern der Stadt verschluckt worden. Ja, da sieht man genau das, was ich gerade prophezeit habe. Also bei 240 Hertz ungefähr haben wir eine extreme Anhebung, als auch im Bassbereich, den brauchen wir gar nicht. Und dann bei 10 kHz sind die Sibilante, die S-Laute, die sehr stark auffallen. Nochmal ganz kurz, woran kann es liegen, dass wir eben so ein Frequenzbild bekommen? Vielleicht war die Sprecherin zu nah am Mikrofon dran und dann haben wir den Nahbesprechungseffekt. Den bekommt man mit einem Kondensatormikrofon. Das haben ja die meisten von euch. Das heißt, wenn man nah dran geht, dann hebt sich auch der Bass an. Und mit den S-Lauten, das kann auch daran liegen, dass der Winkel vom Mikrofon zum Mund falsch war. Also man kann es auch einfach abwinkeln, abkippen und dann werden die S-Laute meistens schon schwächer dargestellt. Weiterhin kann es natürlich der Raum sein, wenn es kein kontrollierter Raum ist mit Absorbern an den Wänden, dann nimmt man ab und zu Resonanzen auf, also Schwingungen, die im Raum entstehen und dann entsteht so ein durchgehendes Brummen, was eher unangenehm für den Hörer ist. Ja, und jetzt gehe ich mal hin und EQ das mal ruckzuck, um überhaupt hier ein amtliches Klangbild zu erzeugen. Mayra wandte sich wieder dem Fenster zu, doch König... Kommt alles weg hier? Berührung ihrer Mutter an ihrem Arm löste ein Beben in ihr aus. Mayra wandte sich wieder dem Fenster zu. Doch König Ciran war bereits von den Häusern der Stadt verschluckt worden. Die Berührung ihrer Mutter an ihrem Arm löste ein Beben in ihr aus. Und sie verkrampfte die Finger um den Stoff ihres Kleides, während der Stein wieder zu vibrieren begann. Hier habe ich jetzt also schon mal drei Bänder eingestellt, die die Sprachaufnahme direkt klanglich zum Positiven verändern. Also einmal einen Low-Cut, der hier alles unter 83 Hertz wegschneidet, denn hier drunter ist keine wichtige klangliche Information, die eine menschliche Stimme haben könnte. Das heißt, wir können alles wegschneiden. Als nächstes habe ich hier diese 200 Hertz etwas rausgefiltert, damit eben dieses Brummen, von dem ich die ganze Zeit spreche, etwas kontrollierter ist, ungefähr 3 dB rausgenommen. Das gleiche hier oben in den Mitten, einfach um die Sprachaufnahme etwas weicher und angenehmer für den Hörer zu gestalten. Jetzt als nächstes, hier oben bei den S-Lauten, nehmen wir gleich auch einen De-Esser. Vorneweg, mit diesem Equalizer kann man auch ein dynamisches Band einstellen. Ein dynamisches Band reagiert immer auf das tatsächliche Material, was reinkommt. Das heißt, es ist nicht statisch, so wie diese Bänder, die also ständig immer 3 dB rausfiltern, sondern es reagiert auf das Eingangssignal. Das machen wir, indem wir hier den äußeren Ring runterziehen und dann sehen wir schon, da geht ein Teil des Bandes nach unten. Und das hat zur Folge, dass das Band immer nur absenkt, wenn wir zu viel S-Laute haben. Sieht so aus. Mayra wandte sich wieder dem Fenster zu, doch König Ciran war bereits von den Häusern der... Das hier wird gefiltert. ...löste ein Beben in ihr aus. Und hier kann ich auch nochmal
den Threshold öffnen. Und hier sehen wir immer, wenn das Audiomaterial über diese Grenze kommt, über diesen kleinen Knopf, dann geht das Band runter. Und das hat zur Folge, dass wir eine sehr transparente Entfernung dieser S-Laute haben, die aber nicht ständig ist. Also nur wenn wir zu viel S haben, geht das Band runter und senkt ab. Mayra wandte sich wieder dem Fenster zu. Doch König Ciran war bereits von den Häusern der Stadt verschluckt worden. Von der Stadt verschluckt worden, da sind gar nicht so viele S-Laute. Das heißt, hier wird auch nicht geregelt, sondern erst, wenn wir das S tatsächlich hören. Und das ist super, damit es eben transparent klingt und die Sprachaufnahme nicht durchgehend dumpf klingt, weil wir immer die Höhen absenken. Ich nutze den EQ also als De-Esser. Mayra wandte sich wieder dem Fenster zu. Doch König Ciran war bereits von den Häusern der Stadt verschluckt worden. In den Tiefmitten noch ein bisschen gefiltert und jetzt hören wir uns mal vorher nachher an. Ohne? Mayra wandte sich wieder dem Fenster zu. Doch König Ciran war bereits von den Häusern der Stadt verschluckt worden. Die Berührung ihrer Mutter an ihrem Arm löste ein Beben in ihr aus. Ja, hört man, ist direkt wesentlich aufgeräumter, kontrollierter und fokussierter. Trotzdem stören mich noch die S-Laute, die fallen stark raus. Von daher nutzen wir jetzt mal einen De-Esser, auch hier gerne von FabFilter, dem Pro De-Ess, sehr einfach einzustellen. Ihr könnt auch hier den De-Esser eurer Wahl nutzen. Jedes Programm hat auch einen eingebauten De-Esser. Die tun im Prinzip alle das Gleiche. Das Tolle bei dem Pro De-Ess ist, dass man ihn fast gar nicht einstellen muss. Wir öffnen ihn also mit seinen Grundeinstellungen und in der Regel klingt es da schon gut. Mayra wandte sich wieder dem Fenster zu. Doch König Ciran war bereits von den Häusern der Stadt verschluckt worden. Hier sieht man, was entfernt wird. Die Berührung ihrer Mutter an ihrem... Und hier hört man, was entfernt wird. Er hört also gerade nur auf diese S-Laute. Ein. Und er arbeitet in diesem Bereich. Ich klicke mal auf Audition und dann bewege ich das hier. König Ciran. Hier sieht man auch sehr schön repräsentiert, dass hier viele S-Laute sind. Und genau darauf hört der De-Esser. Gleichzeitig reduziert er diese S-Laute in dem Fall um 6 dB. Hören wir mal ohne und dann mit. Doch König Ciran war bereits von den Häusern der Stadt verschluckt worden. Doch König Ciran war bereits von den Häusern der Stadt verschluckt worden. Tag und Nacht Unterschied. Es ist wirklich sehr angenehm jetzt der Stimme zuzuhören, da die S-Laute nicht so stark rauskommen. Also was haben wir gemacht? Wir haben erstmal die Tiefen weggefiltert, ebenso die Tiefmitten, um diese Boxiness zu vermeiden. Dann mit dem EQ hier oben schon mal die S-Laute versucht zu kontrollieren. Müsst ihr nicht machen. Wenn ihr kein dynamisches Band habt, würde ich das auch einfach weglassen. Und dann haben wir einen De-Esser verwendet, um das Ganze klanglich angenehmer zu machen. Abschließend möchte ich euch noch einen Kompressor zeigen, der uns eben hilft, den Unterschied zwischen den leisen und lauten Stellen etwas zu reduzieren. Man sieht, wir haben hier ab und zu echt laute Peaks. Hier oben auch. Und die stören natürlich beim Zuhören, weil immer mal wieder sehr laute Passagen kommen und dann wird es aber auch wieder leiser gegen Ende. Und den Unterschied zwischen lautester und leiser Stelle, den wollen wir jetzt einfach ein bisschen regeln, kontrollieren und minimieren. Dazu öffnen wir ein neues Plugin, nämlich auch mal wieder vom FabFilter, den altbekannten Pro C2. Ihr könnt auch hier euren Standardkompressor nehmen, der mit eurer DAW kommt. Ich nutze den, weil der auch sehr angenehm einzustellen ist und einfach zu verstehen ist. Wer jetzt Panik bekommt, oh, wie stelle ich einen Kompressor ein? Wie hört sich Kompression überhaupt an? Ich habe erstmal ein Video dazu gemacht, das ist schon ein paar Wochen alt, da könnt ihr euch das mal alles angucken. Als auch ein Cheat Sheet erstellt, das könnt ihr euch unten aus der Videobeschreibung kostenlos runterladen. Und da wird eben nochmal genau erklärt, wie habe ich einen Threshold einzustellen, wie gehe ich mit Attack- und Release-Zeiten um? Wie viel Dezibel sollte ich überhaupt komprimieren? Eben genau diese ganzen Einstellungen habe ich euch da mal aufgelistet. Ebenso, wie benutze ich ein EQ? Welche Frequenzen sollte ich filtern? Welche sollte ich absenken oder anheben, damit es eben kommerziell und gut klingt? Das könnt ihr euch einfach neben eurer Produktion als PDF aufmachen und dann ab und zu mal rüberlugern. Und das sollte dann hoffentlich helfen. Link ist also unten in den Shownotes. Dann komprimieren wir die Aufnahme nochmal ruckzuck. Ich mache auch nochmal ein Video, wo ich noch einmal über die Kompression spreche. Das ist ein Thema, über das man nicht genug sprechen kann. Los geht's. Mayra wandte sich wieder dem Fenster zu. Doch König Ciran war bereits von den Häusern der Stadt verschluckt worden. Okay, der Kompressor ist eingestellt. Wir haben eine Gain Reduction von ungefähr 3-4 Dezibel. Das heißt, an den lauten Stellen macht er um die 3-4 dB leiser. Das kann man hier nochmal hören. Hier sieht man, hier ist ein sehr lauter Peak. Und ich mache den Kompressor mal aus und achte mal drauf, wie es klingt. Und sie verkrampfte die Finger um den Stoff ihres Kleides. Noch einmal. Und sie verkrampfte die Finger um den Stoff ihres Kleides. Und jetzt mit Kompression.
und sie verkrampfte die Finger um den Stopp. Da wird das Und direkt etwas runtergedrückt. Das habe ich mit der Attack hier hinbekommen. Wir haben jetzt also ein wesentlich ausgewogeneres Klangbild und nach wie vor wurde der Abstand zwischen laut und leise etwas vereinheitlicht. Jetzt haben wir die Sprachaufnahme also gedenoised, gediklickt, einen EQ reingeladen, der die Bässe und Tiefmitten so ein bisschen filtert, damit es angenehmer und tighter klingt. Einen De-Esser reingeladen, um eben diese harschen Sibilante zu kontrollieren. Als auch einen Kompressor draufgeladen, damit die Stimme die ganze Zeit vorne bleibt und nicht zwischendurch leiser wird oder auch nach hinten rutscht. Das war's für heute. So viel erstmal dazu. Im nächsten Video gibt's noch ein paar Tipps, um den ganzen Kram hier zu feintunen. Ich hoffe, das hilft und wir sehen uns später im nächsten Video. Bis dann. Ciao.